Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was für ein schönes Ende. Kurz und knackig quasi. Aber wie das Ende zustande kam, was das Ende war. Einzigartig. Wirklich sehr, sehr cool. By the way, Dragon Ball Super Episode Review zur Episode 131. No homo, aber mir kamen echt die Tränen. Mir kamen echt die Tränen, um ehrlich zu sein. Und ich war jede Sekunde dabei. Es ging wirklich direkt Anfang sofort los mit Action. Der Kampf. Die haben das so geil gemacht, ja. Die haben das so geil gemacht. Die haben quasi. Freezer und T-17, ja. Die haben nochmal alles gegeben, versucht, Jiren auszunehmen. Und wie sie das gemacht haben, war wirklich sehr, sehr cool. T-17 quasi wieder, hat nicht versucht, Schaden zuzufügen, hat es auch geschafft. Freezer hat mitgehalten, sie haben im Endeffekt zusammengearbeitet und dann, als es brenzlig wurde, als Jiren sich zurückgedrängt hat, kam Kakarot wieder. Kakarot kam wieder, noch einmal teleportiert zu den beiden. Und die Konversation zwischen denen war 1A top. Ja, Kakarot sagt dann quasi zu Freezer, oder Freezer sagt zu Kakarot, ey, du weißt, du hast noch ein Versprechen. Ja, Freezer macht dann quasi, der will ihn motivieren hier, dass du weiter kämpfen sollst, wir müssen gewinnen, du wirst mich dann wiederbeleben. Und Kakarot sagt, ey, du hast auch ein Versprechen, vergiss das nicht. Freezer musste kurz schmunzeln, da kommt sie sitzen nebenbei und sagt, ey, seid ihr fertig mit rummachen? Und ich denke mir nur so, GG. Und dann aber der finale Kampf, der finale Showdown, das war so, ich bin aber total zufrieden, wie das gelöst wurde, denn Freezer und Kakarot sind quasi vorgestürmt. Und was für ein Tag-Team. Was für ein Tag-Team das war, wie sie Jiren auseinandergenommen haben. Zu zweit. Richtig geil, weil vor allem, als ich den Kampf gesehen habe, musste ich an Namek denken. Da, ja, an Namek, der Kampf von Freezer und Goku. Ich konnte mir niemals ausstellen, wenn mir damals jemand gesagt hat, nach Namek, Freezer und Goku werden zusammenarbeiten, den Teamwork. Was redest du da? Hast du gerade eine falsche Episode gesehen? Was schaust du gerade? Aber deswegen, weil es passiert ist, war es umso geiler irgendwie. Ich fand das richtig geil. Und dann, ja, die wollten quasi Jiren ein bisschen schwächen, damit C17 den finalen Schlag macht quasi. Aber Jiren ist auf C17 gestürmt. Und dann ist irgendwie alles so irgendwie chaotisch geworden, aber auch verständlich. Was ich damit meinte, ist, vom einen zum anderen Punkt, der Kampf, der war richtig intens, richtig actionreich. Es ging hin und her. Und oh mein Gott, am Ende dann quasi, als Freezer sagt. Ja, genau, als Jiren zu C17 geflogen ist, sagt Freezer, da war Goku und Freezer noch quasi in der Luft, sagt Freezer zu Goku: Schmeiß mich zu ihm! GG Karot spielt einfach mal Volleyball mit Freezer. Boom, schmettert Freezer zu ihm. Freezer macht seine Ulti da, was auch auf Namek aufgepasst, ausgepackt hat, oder von Fighters seine Ulti. Brettert Jiren hin und ich dachte: Oh mein Gott! Wird sich jetzt Freezer selbst opfern, um Jiren rauszunehmen? Sah so aus. Aber Jiren quasi bockt ihn nochmal, dreht sich nochmal mit ihm herum und rettet sich quasi ganz knapp noch. Beziehungsweise lass mal ganz kurz nochmal klarstellen, wie es überhaupt zu der Szene kam. Eigentlich wäre Jiren schon fertig, sein Wille war gebrochen. Das ist nämlich wichtig, dass man das weiß. Kniete am Boden, Freezer war kurz davor, ihn auszunehmen, und Freezers Sprüche gegen Jiren waren echt wirklich geil. Er hat ihn wirklich nochmal getriggert, was im Endeffekt dann vielleicht falsch war, aber ich fand das geil, das war typisch Freezer. Und dann hat Toppo den Vegeta gespielt und Toppo hat Jiren angeschrien: Jiren, das ist alles, was du kannst, bla bla bla, steh wieder auf, hat Jiren motiviert. Und Jiren ist eigentlich halt so einer, der kämpft für sich selbst. Er wurde selbst stark, hat das immer noch stark betont. Er hat keine Freunde. Aber dadurch, dass Toppo ihn zugerufen hat, ist er nochmal aufgewacht und eskaliert. Und deswegen hat er Power gekommen. Und deswegen kam es wieder zu der Szene. Also, ich fand das gut, dass du dann quasi Jidens inneren, sage ich mal, inneren Wunsch da ein bisschen an den Tag gelegt hat. Denn im Endeffekt ist er traumatisiert. Und irgendwo im Inneren wünscht er sich natürlich noch, dass er quasi Vertrauen aufbauen kann. Und das hat so einen kleinen Schritt angenommen für Jiden mit Toppo. Also die Verbindung und seinem Universum. Anyways, dann. Als quasi Freezer ihn da solo mit rausnehmen wollte, das fehlgeschlagen ist, kam es mehr oder weniger dann. Oh mein Gott, da kam Goku dazu. Und während Goku auf Jiren gestürmt ist, hat er sich versucht, in den Super Saiyan zu verwandeln. Und ich fand eben das, dass er es versucht hat. Ja, die Haare wurden immer zum Super Saiyan und nicht. Baseform nicht, Baseform nicht. Ich weiß, warum, das hatte so einen Impact. Das war einerseits verzweifelt, aber andererseits dachte ich, ich kämpfe jetzt um Verrecken, ich muss hier gewinnen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und dann, dass Freezer und Goku im Tag Team. Freezer und Goku.
Ja, ich musste die ganze Dynamik erinnern, das geht gar nicht eigentlich. Freezer und Goku sind an dem Tag-Team, haben den Tag-Team Jiren rausgenommen. Zu dritt sind die aus der Session. Und ich dachte mir, warte mal. Ich habe erstmal das realisieren müssen, Jiren K.O. und dann sagt Jiren noch, also ist das das Vertrauen von Universum 7? Ja, quasi so ein Schritt, wo er dann realisiert, okay, ich war früher eigentlich auch so, vielleicht nimmt das wieder so einen Anlauf, aber Freezer, Goku, Jiren, alle gleichzeitig raus und ich dachte mir nur, also bevor ich das realisiert habe, bevor mein Gehirn überhaupt gecheckt hat, okay, die sind draußen. Warte mal, das heißt C17 ist noch drinnen. C17, unser MVP hat gewonnen. C17, ich dachte mir, shit, was wünscht er sich jetzt? Ja, C17 eigentlich ein Android, denken sich, ja, juckt mich nicht, ich nehme einfach mein Cruisership GG, ich mache meinen Familienrundfahrt und was ihr macht, ist mir völlig schnuppe. Kam im Endeffekt auch nicht so. Aber dann nochmal ganz kurz zu der Bühne, als alle rausgeflogen sind. Universum 7 natürlich total erleichtert. Ja, Toppo redet zu Jiren. Toppo hat ihn so gehalten, das sah irgendwie komisch aus. Toppos Hand war gefühlt so groß und Jirens Kopf so klein auf einmal. Aber anyways, das soll es ja nicht sein, das soll es ja nicht sein. Dann hat Toppo mit ihm ein bisschen geredet und hat gemeint, ja, hier und so, bla bla. Du hast gut geschlagen, Jiren, du hast für uns gekämpft. Da kam Goku dazu und hat gesagt, Jiren, auch wenn du es nicht hören willst, aber wir wurden durch den Kampf gemeinsam stark und ich hoffe, wir sehen uns wieder, beziehungsweise er wird dafür sorgen, quasi, aber C17 hat er gewonnen. Aber dazu komme ich gleich. Ja, und dann konnte Jiren da nur schmunzeln und dann wurde Universum 11 ausgelöscht und dann kam der Daishinkan zu C17 und ja, C17, was ist dein Wunsch? Alle schauen natürlich auf C17, das hat ein bisschen so hinausgezögert, fand ich aber cool, weil ich wusste jetzt auch nicht, C17 könnte sagen, ja, wie gesagt, RIP, ich nehme mein Cruisership GG, aber... Er hat dann kurz zu Goku hochgeschaut und ich fand das cool. Er hat dann sich natürlich gewünscht, also was ist natürlich, aber er hat sich gewünscht, dass alle Universen wiederhergestellt werden. Warum fand ich das cool? Weil C17 quasi noch einen weiteren Schritt gemacht hat. Ja, er wurde menschlicher, wenn ich das so sagen darf, auch wenn er menschlicher ist als zuvor, als er ein Android war gegen das Herzsager. Also ihr wisst, was ich da meine. Aber da hat sich gedacht, weißt du was, ich beschütze wahrscheinlich so Wildtiere und so, und das hat er gesehen als jetzt Universum, ja. Er ist ein Ranger, sorgt quasi für den Schutz. Und dann hat er noch im Endeffekt gemeint, das war dann Goku. Beziehungsweise Goku hat ihn drauf gebracht. Er hat es wegen Goku gemacht, dass er sie alle wiederbelebt. Ich fand diesen Move wirklich geil, dass es von C17 selbst kam, weil er hat ja strikt gesagt, ich hole mir mein Cruisership. Und dann hat er doch gesagt, okay, auch wenn man sich vielleicht gedacht hat. Aber gerade weil es C17 gemacht hat, ja, hätte Goku den Wunsch, dann würde jeder denken, ja, der wünsche ich die, ich wünsche alle zurück. Aber bei C17 dachte ich mir, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und dann zum Glück doch, ja. Das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Und dann, als alle wiederbelebt wurden, oh mein Gott. So Szenen treffen den Osaru. So Szenen, so emotionale Szenen treffen den Osaru. Da bin ich wirklich real talk. Als dann alle Universen wiederbelebt wurden und alle Universen einzeln gezeigt wurden, wie sie darauf reagieren. Am Anfang Kale und Kalifi sich freuen. Kaba, meinst du, du hast es und dein Versprechen gehalten? Und dann Kale von hinten ruft, oder Kalifla, auf geht's, wir müssen lernen, wie man zu Super Saiyan 3 wird. Dann kam Hit und so schmunzelt quasi. Die anderen Universen wurden auch gezeigt. Wie die weinen, wie die sich freuen. Gowasu tut Respekt zollen, ja, schaut so cool hoch zu, ja, korrekt. Champa zu seinem Bruder, bin jetzt wo was schuldig quasi, oder ich muss mich dafür bedanken, so quasi, ja, Brüderlichkeit, ne. Wie das so ist mit dem großen Bruder und kleinen Bruder. Und dann kam noch Universum 11 und das fand ich sehr cool, dass dann Toppo noch zu Jiren hingegangen ist und das ihn gezeigt hat, ey Jiren, durch das Turnier haben wir auf jeden Fall gesehen, der meinte quasi, du kannst mir nicht sagen, dass du am Ende noch selbstständig aufgestanden bist. Du hast irgendwie versucht, eine Verbindung zu unserem Vertrauen zu finden und er meinte, ey, Toppo wollte ihn nochmal auf die Schiene setzen und sagen, ey, wir sind für dich da, du kannst mit uns ruhig eine Verbindung eingehen. Und ich verstehe Jiren total, ja, er war total traumatisiert, er hatte ja schon sowas, wurde ihn instant weggenommen, hat versucht alles selbst zu regeln, aber jetzt durch den Kampf, durchs Turnier, hat wieder gemerkt, okay, langsam, das ist doch die wahre Stärke, wenn man so eine Verbindung hat quasi. Das wollte Toppo nochmal ins Tageslicht bringen und Toppo meinte dann, das nächste Mal ziehen wir nicht den Kürzeren. Bam, bam, alle waren wieder motiviert. Und dann kam es wieder wirklich zum Turnier, also so der Turnierszene mit dem mit dem Drachen. Ja, die Sendos. Die fragen dann instant, ja, Goku, die gehen feiern, Goku, yeah. Goku, wie geht's denn jetzt weiter aber? Bevor ich das vergesse, Freezer wurde wiederbelebt von Whis. Zack, Freezer ist auch wiederbelebt, GG. Zeno fragen... fragt Goku, ja, Goku, wie geht's denn jetzt weiter? Kommst du wieder zurück? Und Goku sagt, ja,
Ich komme zurück, es ist noch nicht vorbei, ja, quasi, ja, Dragon Ball Super ist zwar die letzte Folge, aber es ist noch nicht vorbei. Die ganze Musik, das ganze Drama von der Folge, es war meiner Meinung nach wirklich ein geiler Abschluss. Ich weiß, wie ihr das empfunden habt, ihr könnt es wirklich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Für mich haben sie alles getroffen, am Anfang Drama pur, was geht jetzt ab, Comeback von unseren Jungs, Comeback von Jiren, Comeback von Goku und Freezer, wie die ihn ausgenommen haben, C17 im Mittelpunkt gewonnen, sein Wunsch, alle Universen kamen zurück. Ich fand es richtig geil und dann kam wirklich coole Musik und dann wurde nochmal so gezeigt, wie es kurze Zeit danach nach dem Turnier weitergeht mit den Jungs. Ganz, ganz cool, Flashbacks, Goku und Vegeta kämpfen gegeneinander, wieder gesagt, ey, geh in Ultra Instinct, Goku gesagt, ich kann das nicht, das war wahrscheinlich auch so sehen. Und Vegeta triggert den dann, das kann doch nicht sein und so, du wirst mich niemals übertreffen. Und wo sie gekämpft haben, war der Schauplatz vom allerersten Mal, wo sie sich getroffen haben, ja. Und beide haben ihre Posen angenommen, Goku, Vegeta, ich fand das cool und dann hat es so lang die Folge sein Ende genommen. Sie haben noch kurz Freezer gezeigt, wie er seine Armee auferstellt hatte, wieder und sagt, ja, ich bin zurück, bla bla. Im Endeffekt hat mir das alles signalisiert, es ist kein Ende, für mich war es so, es ist kein Ende, alles was passiert ist, wie das signalisiert wurde am Ende, ist für mich ein Neuanfang. Ein Neuanfang, und am Ende wurde nochmal von dem Sprecher ganz klar signalisiert, er ist noch nicht vorbei. Wir kehren zurück, es ist quasi eine Pause, so hat er das mehr oder weniger wortwörtlich gesagt und damit wissen wir, was alles gemeint ist, Leute. Dragon Ball Super ist zwar fertig, aber Ende des Jahres kommt noch ein Film, das ist ein Dragon Ball Super Film und danach wird es hoffentlich dann weitergehen mit einer Staffel, aber bis jetzt haben wir quasi eine kurze, kleine, erfrischende Pause, wo man das Ganze verarbeiten kann und dann geht das quasi nochmal alles wieder los. Ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat euch gefallen, wenn ja, gebt den ganzen Like, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr in den Kommentaren dazu denkt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.